Herzlich willkommen zur NAVIC-Sprechstunde zum Thema Risiko- und Krisenkommunikation. Mein Name ist Tobias Meyer. Ich bin Dozent am NAVIC seit 5 Jahren. Genau bin ich hier. Bin ursprünglich Biologe und mein Gast heute ist zufällig mein Kollege Klaus Wingen. Ja. Ich bin auch seit 5 Jahren am NAVIC, von Haus aus Diplompsychologe, habe dann 10 Jahre bei einer Tageszeitung als Journalist gearbeitet, war dann 15 Jahre lang für die Öffentlichkeitsarbeit eines Universitätsklinikums verantwortlich, habe nebenher einen Lehrauftrag gehabt an einer Hochschule, den ich bis heute habe, und die Arbeit mit Studierenden hat mir Spaß gemacht und von daher war es dann fast schon naheliegend, zu so einem tollen Team wie dem NAVIC zu stoßen, das ja Seminare für Wissenschaftler anbietet. Klasse, Klaus, danke erstmal für die ausführliche Einführung. Kurz noch ein bisschen was Technisches. Also wir sind hier auf Zoom. Für viele ist es schon fast kein Neuland mehr nach 2 Wochen Isolation und Homeoffice. Wir haben, wie gesagt, die Mikros aus, die bei allen Teilnehmenden, auch die Kameras sind ausgeschaltet. Der Chat ist allerdings offen und wir freuen uns über Fragen, die noch zusätzlich reinkommen. Wir haben dieses Webinar oder diese Sprechstunde ja im Vorfeld angekündigt, haben da auch ein paar Fragen reinbekommen. Wir hatten natürlich auch einige Fragen an den Klaus. Aber gerne Fragen stellen im Chat. Ich greife sie dann auf im Rahmen von unserer Sprechstunde. Sprechstunde, da steckt das Wort Stunde drin. Das heißt, wir wollen das auf jeden Fall nicht länger als eine Stunde machen hier. Vielleicht wird es auch eine Dreiviertelstunde. Schauen wir mal. Aber es wird sich nicht allzu lange hinziehen. Hoffen wir hier. Gut, steigen wir gleich ein. Klaus, du hast schon erwähnt, du hast bevor du ans NAVIC kamst, auch vor 5 Jahren, hast du an der Uniklinik gearbeitet, passt ja, hast da die Kommunikationsabteilung geleitet. Das passt ja letztendlich auch zum Corona-Thema so ein bisschen, dass du bist medizinisch involviert gewesen, immer auch, und hast dich eben spezialisiert jetzt auf Risiko- und Krisenkommunikation, worum es ja auch gehen soll. Erklär doch mal kurz den Unterschied. Was ist Risikokommunikation? Was ist Krisenkommunikation? Bitte. Oh ja. Also Risiko- und Krisenkommunikation wird oft so in einem Atemzug genannt. Und in der Tat, da gibt es natürlich ganz viele Bereiche, die sich da überlappen. Aber es gibt so ein Kriterium, da kann man es eigentlich sehr schön unterscheiden. Wenn man nämlich sagt, eine kritische Situation kann eintreten, dann bin ich im Bereich Risikokommunikation. Aber wenn ich sage, die kritische Situation ist eingetreten, die ist jetzt Fakt, dann bin ich im Bereich Krisenkommunikation. Und um das an einem Beispiel einer wissenschaftlichen Einrichtung festzumachen, im Hintergrund sieht man ja schon unseren NAVIC-Pfeil, mit dem wir gerne arbeiten, weil wir den nutzen, um Kommunikation strategisch anzulegen. Und wenn ich einen Baustein mal nehme, hier unten dieses Thema, da kann man das eigentlich sehr schön dran illustrieren. Angenommen, ich bin eine wissenschaftliche Einrichtung in dieser Corona-Krisenzeit, dann würde unter dem Begriff Risikokommunikation fallen, dass ich eben alles tue, um meine Mitarbeiter zu schützen und das auch deutlich mache und verlautbare und mit den Mitarbeitern eben so kommuniziere. Wann wird daraus möglicherweise Krisenkommunikation? Zum Beispiel dann, fiktive Idee, ich habe in meiner Einrichtung einen Forschungsgruppenleiter, der sagt, Mensch, dieses eine Experiment, das müssen wir unbedingt noch irgendwie fertig kriegen. Das wäre jammerschade, wenn das jetzt wegen diesem Corona-Krams unterbricht. Und er trifft sich mit seinen Leuten noch 2, 3 Tage, obwohl eigentlich schon Homeoffice und Distanz angeordnet ist. Und passiert das, was eigentlich nicht passieren soll. Jemand bringt das Virus rein, Leute stecken sich an, das Ganze wird auch öffentlich. Und dann habe ich Krisenkommunikation pur. Vielen Dank. Kurz noch einen Schritt zurück, das möchte ich auch noch erwähnen. Wir nehmen das übrigens auf hier, dieses Webinar. Wir nehmen aber nur das Sprecherfenster auf. Das heißt, alle Teilnehmenden werden nicht sichtbar sein. Nur um zu erwähnen, dieses Recording, blinkende Recording-Icon da oben, will ich auch noch kurz erklären.
Zurück zu dir, Klaus. Also Risiko, wenn es noch nicht eingetroffen ist, Krise, wenn es eintrifft, letztendlich konnte man das ja bei der aktuellen, kann man noch bei der aktuellen Corona-Krise mitverfolgen. Am Anfang war es eine Risikokommunikation, inzwischen ist es klar Krisenkommunikation. Denkst du, dass die Bundesregierung da alles richtig gemacht hat? Welche Akteure spielen denn da noch eine Rolle, sowohl bei Risiko- als auch Krisenkommunikation? Das RKI fällt mir ein. Wie sieht denn diese, sagen wir, die letzten 2, 3 Wochen oder 4 Wochen auch aus deiner Sicht aus? Also alles richtig gemacht, das ist ein Anspruch, der geht nicht. Von daher muss man das auch ein bisschen relativieren. Aber meine Meinung ist schon, die Bundesregierung hat ganz, ganz viel richtig gemacht, was so klassischen Anforderungen an Krisenkommunikation gehorchen soll. Man muss ja auch, also zum einen mal, Krisenkommunikation ist nicht gleich Krisenmanagement. Was die Bundesregierung machen muss, ist Krisenmanagement. Und Krisenkommunikation ist ein wichtiger Teil innerhalb dieses Krisenmanagements. So, und dann stelle ich natürlich Überlegungen an, wie funktioniert denn dieses Krisenmanagement? Und ich nehme einfach mal, wie funktioniert die Krisenkommunikation? Und ich nehme einfach mal 2 Beispiele raus, was in der Anfangsphase dieser Corona-Zeit sehr gut gemacht war, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, ich schicke das RKI, das du ja auch erwähnt hast, gerade schon vor, und Spahn auch, das sind meine Experten, die kümmern sich. Ich bin aber da, wenn es noch heikler wird. Und genauso ist es dann ja auch gekommen. Die Situation ist dramatischer geworden und Angela Merkel hat gesagt, okay, und jetzt mache ich es eben zur Chefsache. Dann übrigens auch mit Ansprache im Fernsehen, was sie sonst selten macht und was dadurch natürlich auch nochmal eine ganz besondere Wichtigkeit betont hat, wenn ich ein Kommunikationsmedium nutze, was ich sonst so nicht verwende. Und was auch kommuniziert war, gut kommuniziert war, sofort zu sagen, Rettungsschirm, wir helfen. Wir haben im Prinzip ja 2 Krisen, eine Gesundheitskrise und eine Konjunkturkrise, die damit eng zusammenhängt. Und wir versuchen die gesundheitlichen Probleme so gut es geht zu lösen, haben aber das andere auch im Auge. Deswegen diese Idee Rettungsschirm, und die war auch gut kommuniziert und nicht mit diesem Gezacker, wie man das manchmal so bei der Politik ja vermutet. Und wenn man als Gegenbeispiel mal nimmt die Diskussion Verlegung oder Absage der Olympischen Spiele, das war ja nun wirklich eine Hin- und Her-Diskussion, sehr zäh. Und nein, unter dem Aspekt haben sie gut gemacht. Okay, ja, du hast jetzt dich auf Deutschland bezogen, hauptsächlich Bundesregierung, auch das RKI erwähnt. Ich habe den Eindruck, dass in allen Ländern wird es irgendwie anders gemacht. Und eine Frage ist auch von Anne hier, die lese ich gerade vor. Die Corona-Kommunikation kommt mir wie Salamitaktik vor. Zuerst scheibchenweise immer strengere Regeln und jetzt in Österreich womöglich scheibchenweise wieder lockere. Das verunsichert doch oder zeigt das, dass alle nicht so richtig wissen, was tun? Was denkst du da dazu? Also mit dem Begriff Salamitaktik wäre ich da ganz extrem vorsichtig, weil Salamitaktik ja eigentlich bedeutet, ich weiß im Prinzip alles und gebe das aber nur so scheibchenweise preis. Aber es ist im Moment in der Tat so, dass wir alle so gesehen furchtbar wenig wissen, eigentlich viel mehr wissen müssten, uns auch anstrengen, dieses Wissen zu bekommen. Und wir jeweils versuchen, einen besten Weg zu finden, damit umzugehen. Und um das vielleicht da noch dran zu hängen, da machen Wissenschaft und Politik im Moment aus meiner Sicht einen guten Job. Das ist eine große Stunde der Wissenschaft im Moment, auch wo Wissenschaft wirklich Kompetenz zeigen kann, aber wo, und das hat ja beispielsweise auch Christian Drosten sehr deutlich gemacht, die Wissenschaft nicht in so eine Vertreterrolle für die Politik reingedrängt werden kann und werden will. Und genauso muss die Aufgabenteilung sein. Die einen bringen den Sachverstand ein und das kann eben ein sehr vielfältiger Sachverstand sein. Das können die verschiedensten Facetten sein und dann braucht es eben diese politische Entscheidung, wie gehe ich damit um? Ich versuche, das zu nehmen, wovon ich sage, das scheint mir der beste Weg zu sein. Ja gut, du hast es gerade schon den Christian Drosten erwähnt, der natürlich auch in aller Munde ist.
Frage von Benedikt, machen wissenschaftliche Einrichtungen und deren Wissenschaftlerinnen gute Krisenkommunikation? Wo zeigen sich Stärken und Schwächen in der Architektur der Wissenschaftskommunikation in Deutschland? Vielleicht kannst du die Frage ausweiten und so ein bisschen ganz allgemein sagen, was sind eigentlich Grundprinzipien guter Risiko- und Krisenkommunikation? Ja, vorweg erstmal, es gibt Branchen, die sind sehr krisennotorisch, beispielsweise Lebensmittel, Gesundheitswesen, eben auch Luftfahrtindustrie, Touristik, Versorger. Und dann gibt es Branchen, die sind nicht so krisenaffin, die sind aber nicht deswegen vor Krisen geschützt. Und wissenschaftliche Einrichtungen, naja, da kann man sich, auch wenn sie da nicht in vorderster Linie stehen, schon eine Menge Krisen vorstellen. Ne? Veruntreute Drittmittel, Plagiat, selbstverschuldeter Laborunfall, gefälschte Forschungsergebnisse. Also da gibt es schon jede Menge. Und ich glaube auch beobachten zu können, dass das Bewusstsein für Krisenkommunikation und die Idee, dass es nicht schlecht ist, wenn man da ein bisschen gewappnet ist, dass dieses Bewusstsein auch in wissenschaftlichen Einrichtungen wächst. Der zweite Teil der Frage, was ist denn unabdingbar für gute Wissenschaftskommunikation? Ich bin da vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich bin jemand, der nach wie vor die Einstellung vertritt, dass eine One-Voice-Policy, eine abgestimmte Sprachregelung, die erstmal an die eigenen Beschäftigten geht und die von denen dann aber auch weitergetragen werden kann, dass die ganz unabdingbar ist. Es gibt da auch so eine Diskussion, die sagt, ja, beim Zeitalter der Social Media, da sagt ja sowieso jeder, was er will und dann muss man das Tor doch einfach öffnen und da lassen wir eben einfach so einen breiten Strom zu und jeder sagt, wie er darüber denkt. Und ich glaube, das kann sich eine Institution eben nicht erlauben, sondern gerade in Zeiten einer Kakophonie von unterschiedlichsten Informationen und Meinungsbildern ist diese One-Voice-Policy etwas ganz Entscheidendes. Und ein zweiter ganz wichtiger Baustein, Krisenkommunikation läuft im Prinzip immer nach einem bestimmten Schema ab, wenn sie gut gemacht ist. Sehr einfach zusammengefasst in drei Schlüsselbegriffen, bedauern, erläutern und verbessern. Und da muss man aber jetzt aufpassen, weil da wird es ein bisschen haarig. Bedauern heißt, ich kann selbstverständlich sagen, die Situation, die jetzt eingetreten ist, tut mir leid. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich sage, ich bin daran schuld. Wenn das ein Schuldanerkenntnis ist, dann bekomme ich Stress mit meinem Hausjuristen und zwar korrekterweise. Aber eine missliche Situation zu bedauern, das ist eine sehr adäquate Verhaltensweise in einer Krise. Stichwort erläutern. Ganz, ganz wichtig, erläutern, sagen das, was ich weiß. Und nicht wüst rumzuspekulieren und Mutmaßungen anzustellen, auch wenn der Druck noch so hoch ist. Da sehen wir ja im Moment auch bei der Corona-Diskussion diese Frage, ja wann ist denn jetzt das Datum, wo es wieder Erleichterungen gibt oder sowas. Da zu sagen, das können wir im Moment nicht sagen. Das verlangt ein bisschen Dickhäutigkeit, aber die muss man in so einem Moment haben. Und da muss man auch notfalls aushalten, dass einem das Salamitaktik vorgeworfen wird. Und von daher also keine Mutmaßungen, keine Spekulationen. Und so ein bisschen übertragen lässt sich das dann auch für den dritten Moment, wenn es darum geht, wieder Vertrauen zurückzugewinnen, indem man auch sagt, was man verbessert hat. Auch da geht es darum, nicht zu sagen, wir geben jetzt eine Garantie ab, dass so etwas bei uns nie wieder passiert. So eine Garantie kann niemand abgeben. Und wenn dann etwas passiert, dann ist das bisschen, was an Vertrauen vielleicht gerade wieder mühsam gewonnen ist, so richtig zerdeppert. Und das kann keiner wollen. Also du hast jetzt runtergebrochen auf drei Begriffe, bedauern, erläutern, verbessern. Die Frage, die sich für mich anschließt, ist, wie weit ist denn, das hat auch mit Benedikts Frage zu tun, inwieweit ist es denn tatsächlich umgesetzt, so eine Strategie zur Krisenkommunikation? Also es gibt natürlich Publikationen dazu, es gibt auch Wissenschaft dazu, aber jetzt für einzelne wissenschaftliche Einrichtungen, Unis, Fakultäten, Kommunikationsabteilungen,
Ist dein Eindruck, dass die vorbereitet sind auf Krisen? Es muss ja nicht gleich sowas wie Corona sein, ja, kann auch natürlich eine andere Art der Krise sein. Also ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich und ich halte es für zutiefst menschlich, dass wir alle dieses Thema Krise erstmal gerne wegdrängen und sagen, nee, ach, mal im Moment nicht für uns. Aber als Krisenkommunikationsspezialist würde man sagen, das ist schon wichtig, dass ihr euch da Gedanken drüber macht. Idealerweise, indem man ein Krisenhandbuch anlegt. Das macht beispielsweise in der Lebensmittelindustrie eigentlich jedes Unternehmen, was da tätig ist. Und man hat so ein Krisenhandbuch, in dem sich zum Beispiel Anleitungen finden, wie man sinnvollerweise umgeht, wenn sich ein negatives Ereignis einstellt und sowas. So ein Krisenhandbuch hat natürlich den Nachteil, wenn die Krise erstmal da ist, guckt da kein Mensch mehr rein. Es hat aber einen anderen Riesenvorteil, dass man sich nämlich einmal damit auseinandergesetzt hat und das alles mal durchgespielt hat, dass man gesagt hat, in welchem gesetzlichen Umfeld bewegen wir uns denn da? Was sind unsere rechtlichen Rahmenbedingungen? Was für eine Krise könnte uns ins Haus stehen? Wie würden wir damit umgehen? Oder auch ganz wichtig die Idee, wir bräuchten in so einem Fall einen Krisenstab. Wer ist denn da drin und wie sind diese Leute erreichbar? Und das sind Dinge, über die kann man sich im Vorfeld Gedanken machen. Mhm. Und wenn einen dann keine Krise ereilt, ja wunderbar, umso besser, ist ja alles schön. Aber wenn sie dann da ist, dann erwischt es einen wenigstens nicht so eiskalt. Mhm. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, dass du ein Verfechter der One-Voice-Policy bist, also dass Institutionen mit einer Stimme bei sowas sprechen. Hast auch schon ein bisschen die Grenze da zu Social Media aufgemacht. Jetzt mir fällt ein, dass die Anja Karliczek ja letztes Jahr ein Grundsatzpapier publiziert hat, in dem sie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als die Hauptakteure der Wissenschaft genannt hat. Das heißt, es werden immer mehr Akteure, die letztendlich kommunizieren auf immer mehr Kanälen. Wie ist so eine One-Voice-Policy denn überhaupt durchsetzbar, vielleicht gerade in einem Krisenfall? Was gibt es da für Ansätze? Ja gut, das lässt sich natürlich jetzt nicht übertragen, dass man sagt, alle Wissenschaftler müssen jetzt ein und dasselbe sagen. Das wäre ja ziemlich verkorkst. Sondern One-Voice-Policy heißt, wenn meine Einrichtung, meine Universität, mein Forschungsinstitut eine Krise ereilt, dann habe ich eine einheitliche Sprachregelung, die wir innerhalb dieses Instituts haben. Eine ganz andere Nummer ist, sind diese vielen Stimmen, die wir aus der Wissenschaft haben, Umgang, eben in dem Fall Umgang mit der Corona-Krise und Corona-Situation. Und da kann ich nur sagen, ja, das ist doch völlig normal. Das mag ja sein, dass man sagt, ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf wen ich da hören soll oder sowas, aber man muss sich ja mal überlegen, was zeichnet denn eigentlich Wissenschaft aus? Wissenschaft ist ja immer auf der Suche nach Erkenntnissen, die noch nicht vorliegen, die nach Neuland. Und Wissenschaft tastet sich da immer nach vorne. Und das wäre ja ein ganz skurriler Moment, wenn es um Dinge geht, die ich noch nicht weiß und alle haben aber genau eine Meinung, wie ich genau das hinkriege. Das kann nicht sein. Was wir da im Moment haben, ist ein aus meiner Sicht ganz, ganz gesunder Diskussionsprozess, wo man verschiedene Ansichten und Meinungen hat und wo dann eben auf politischer Ebene eine Entscheidung da sein muss, wo man sagt, okay, diese Variante, die sieht nach einem Weg aus, den wir gehen sollten. Und da gehört eben auch zu diesem ganzen Spektrum, dass es da vielleicht Mindermeinungen gibt, dass es auch mal vielleicht was ganz Abseitiges gibt, dass irgendwelche Trolls sich auf Social Media austoben und gerade so ernste Dinge wie die Corona-Krise nutzen, um da ihr eigenes Süppchen zu kochen. Ja, da muss man mit leben. Ja, danke. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass die aktuelle Situation, die Wissenschaft und auch die Kommunikation über Wissenschaft ins Zentrum rückt oder in den Fokus rückt so ein bisschen. Viele Leute denken darüber nach. Zurück zu Corona und zurück zu einer Frage, die uns per Mail erreicht hat von Henning.
also die Corona-Krise ist das eine und dass die Leute da jetzt eine Awareness haben für Wissenschaftsthemen ist richtig. Kann man das vielleicht ausnutzen, um andere Themen, auch Krisenthemen in der Wissenschaft, möglicherweise da mit zu transportieren? Stichwort Klimakommunikation. Ist es denn opportun, sozusagen zur Zeit jetzt sozusagen das Thema das Fass aufzumachen und zu sagen, übrigens, wir haben da noch eine möglicherweise viel größere Krise, über die wir auch sprechen müssen? Oder wie ist da deine Meinung? Wie kann man da vorgehen? Da habe ich eine ziemlich klare Meinung zu und die sagt, nein, ich würde das Fass nicht aufmachen und zwar aus folgendem Grund. Weil wenn ich das Fass aufmache, dann sieht das so für jeden nach außen so aus, aha, da springt jemand quasi auf einen fahrenden Zug drauf und sagt, jetzt ist da der Fokus, jetzt wollen wir mal unsere Themen transportieren und die damit verbundene Gefahr natürlich auch, das Thema, was im Moment eben das Krisenthema schlechthin ist, Corona, damit so ein bisschen zu bagatellisieren. Deswegen wäre das nie und nimmer mein Weg. Okay, gut, danke. Vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel, weg von denjenigen, die kommunizieren, hin zu denjenigen, die das wahrnehmen, sind wir natürlich auch welche davon. Erlebt nicht jeder von uns das Ausmaß von einem Risiko ganz unterschiedlich? Ja, definitiv. Ich habe einen kleinen Chart, den würde ich da gerne zeigen. Moment. So. Jetzt müssten alle Teilnehmer einen kleinen Chart sehen, an dem man das sehr schön illustrieren kann. Wie schätze ich denn risikotypischerweise ein? Ich habe die Eintrittswahrscheinlichkeit und den Schadensumfang. Das ist das, was jede Versicherung, was jeder Versicherungsmathematiker macht und habe dann so eine Idee von einem Risiko. Aber im individuellen Erleben, so als Risiko, als kognitives Konstrukt, da kommen noch zwei andere Dinge zu, nämlich einmal eben diese sehr persönliche, subjektive Risikowahrnehmung und inwieweit es ein Thema in den Medien ist. Corona, mediale Thematisierung, klar, wahnsinnig hoch. Aber das Problem fängt bei Corona ja schon vorher an. Diese Eintrittswahrscheinlichkeit, das ist ja für uns alle eine ganz, ganz große Unbekannte im Moment in der Gleichung. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, möglichst viele Tests zu haben, damit man sehen kann, wie ist denn da überhaupt das Ansteckungsrisiko. Und der andere Bereich hier, Schadensumfang, auch da ein ganz breites Bild, viele, viele Menschen, die dran sterben, umgekehrt Menschen, bei denen sich kaum Symptome zeigen. Und da kann man in etwa ermessen, was es eigentlich bedeuten würde, wenn wir denn beispielsweise Medikamente hätten. In so einer Gleichung wäre damit klar, der Schadensumfang würde durch eine Behandlung deutlich reduziert. Das heißt, ich kann das Risiko viel besser einschätzen, lebe nicht so sehr im Ungewissen. Und was wäre sogar, wenn ich eine Impfung hätte, dann könnte ich eben sogar auch diese Eintrittswahrscheinlichkeit ganz enorm runterdrücken. Und habe aber natürlich immer noch die individuelle Einschätzung. Und wenn jemand sagt, naja, wie kann ich mir das denn vorstellen? Relativ einfach, wir bleiben mal im Bereich Medizin. Wenn Sie das letzte Mal ein Medikament verschrieben bekommen haben und Sie haben das aus der Packung genommen und haben da den Beipackzettel, gehören Sie zu der Fraktion, die sagt, Beipackzettel lese ich sowieso nie? Gehören Sie zu der Fraktion, die sagt, Beipackzettel ist immer das Erste, was ich mache, bevor ich überhaupt eine Tablette, eine Kapsel nehme? Ich lese den ganzen Beipackzettel durch. Oder gehören Sie zu der Fraktion, die sagt, naja, Beipackzettel, okay, die müssen das reintun. Ich nehme mal so 2, 3 Punkte raus und bei den Nebenwirkungen gucke ich vielleicht ein bisschen flüchtiger drauf, je nachdem, wie dringend das Bedürfnis ist, die Tablette zu nehmen. Also von daher in der Tat ganz, ganz subjektives Erleben. Alles klar. Kam noch eine Frage rein von Anne. Ich finde es nicht so gut, dass wir derzeit gefühlt nur auf die Stimme der Virologen und Epidemiologen reagieren. Müssten zum Beispiel Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler, Psychologen nicht auch mehr gehört werden? Oder lass mich das umformulieren. Werden Virologen und Epidemiologen nicht
bevorzugt gerade in den Medien dargestellt? Du hast gerade vorhin ja auch schon gesagt, dass letztendlich zwei Krisen sind, auch eine Wirtschaftskrise. Also meinst du, dass dieser zweiten Krise zu wenig Raum beigemessen wird? Wie stehst du da dazu aus deiner Sicht der Risiko- und Krisenkommunikation? Ich glaube, das ist total naheliegend, dass man in so einer Krise erstmal die fragt, die auch fachlich am nächsten dran sind. Und das sind in dem Fall die Virologen. Und von daher völlig klar, zumal wir ja auch das Glück haben, dass wir bei diesen Virologen Leute haben, die wirklich sehr überzeugend kommunizieren können, die eine einfache Sprache verwenden, ohne allzu viel Fachbegriffe drin, die das, was sie sagen, mit Beispielen illustrieren, die eine klare Botschaft eben auch transportieren können und die Dinge, die wichtig sind, auch eben öfters wiederholen, was übrigens den Effekt hat noch im Kopf, dass wir die Dinge damit als wahrer erleben. Von daher, also ganz klar, dass da erstmal die Virologen im Vordergrund sind. Und nach meinem persönlichen Eindruck ist es nicht so, dass andere Stimmen da gar kein Gehör finden. Im Gegenteil. Auch Volkswirte werden gefragt. Und es gibt eine Diskussion, was macht denn diese ganze Krise mit unserer Gesellschaft? Werden Sozialwissenschaftler gefragt. Und das sind auch alles wichtige Meinungen, das finde ich auch richtig, die da einzuspielen. Aber es ändert nichts dran. Wir haben im Prinzip hier erstmal ein sehr originär medizinisches Problem. Und da ist es naheliegend, dass da auch sich Mediziner zu äußern. Genau, du hast es gerade schon erwähnt, dass wir da zum Teil ganz gute Köpfe auch haben, die da klar und verständlich sprechen können. Zu meiner nächsten Frage leitet es ganz gut über. Ganz konkret, wir haben hier über 50 Teilnehmende gerade dabei. Die meisten werden auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Was können denn andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konkret jetzt von dir lernen, von deiner Erfahrung in Risiko- und Krisenkommunikation, wenn sie in Zeiten von Social Distancing eben nur mit Freunden und Familien sich über Telefon oder Internet unterhalten? Was kann der Einzelne mitnehmen? Auf jeden Fall mal das, was ich gerade versucht habe zusammenzufassen im Sinne einer klaren Sprache, klare Botschaft, kurze Sätze. Und auch so ein Medium wie Zoom erlaubt ja eine Interaktion, dass ich sehe, da habe ich aber fragende Mienen und kann mal dezent mich erkundigen, war das jetzt zu kompliziert oder sind das jetzt Bagatellgeschichten? Diese Medien, die wir da jetzt im Moment nutzen, die sind ja nicht völlig gestik- und mimikfrei. Ich glaube, was sehr wichtig ist, dass es auch ein bisschen, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren, rausgeht über dieses reine sachliche Inhalte vermitteln. Ich muss ja auch als forschende Persönlichkeit irgendwie empfunden, ernst genommen und wahrgenommen werden. Das geht natürlich einmal über die Fakten, aber da kommt es noch auf mehr Dinge an. Da kommt es darauf an, dass man mir auch abnimmt, dass ich die Dinge, für die ich mich da engagiere, dass ich die auch mit Leben erfüllen kann. Mhm. Und ich muss eben auch authentisch rüberkommen. Das heißt, es muss klar sein, da kocht nicht jemand sein eigenes Süppchen, weil der möchte nur irgendwie mehr Forschungsgelder oder sowas haben, sondern da kommuniziert jemand mit mir, der hat das Gemeinwohl im Hintergrund, im Hinterkopf und versucht auch, sich da sozusagen für alle zu engagieren und nicht irgendwie so einen Ego-Trip zu fahren. Du hast den Kommunikationsstil jetzt ganz gut erläutert. Gibt es denn nicht noch andere Faktoren oder kannst du noch andere Faktoren erläutern, die es aber mal guter Wissenschaftskommunikation einfach zugrunde liegen? Ja, man muss sich zum Beispiel beim Stil würde ich gerne noch einen Moment bleiben, weil es da eine Grundregel gibt, die da auch gerade im Bereich Wissenschaft eine große Rolle spielt, nämlich auch mal einzugestehen, wenn man etwas nicht weiß.
nicht wissen, einzuräumen und zu sagen, ich kann dazu im Moment nichts sagen. Und damit übrigens auch eng verbunden die Idee, nicht zu lügen, nicht aus Not raus irgendwelche Geschichten zusammen zu fantasieren. Der Volksmund sagt, Lügen haben kurze Beine. Das ist genau der Punkt. So eine Geschichte, die konstruiert ist, die muss schon extrem clever konstruiert sein, damit sie mir nicht irgendwann um die Ohren fliegt. Und was da hilft, ist eben ein ganz ehrliches und authentisches Vorgehen und ein Umgang miteinander, der diese gegenseitige Wertschätzung auch so ein bisschen transportiert. Alles klar. Eine Frage kam rein von Barbara, finde ich ganz interessant. Es geht um Risikokommunikation. Wie kann man erreichen, dass die Risikokommunikation bereits ernst genommen wird und zu Maßnahmen führt, sowohl bei der Corona- als auch bei der Klimakrise? Tut sich aus meiner Perspektive die Gesellschaft schwer, diesen Schritt zu gehen. Also wie kann man erreichen, dass Risikokommunikation ernst genommen wird und früh darauf reagiert wird? Mhm. Also ein Stichwort, was mir dazu einfallen würde, nicht immer nur auf den Risiken verbleiben und beharren und die Risiken zu diskutieren, sondern Risikokommunikation heißt auch, mal den Nutzen hervorzuheben. Und Klima, klar, da kann man sagen, wo ist denn da im Moment der Nutzen? Doch, natürlich gibt es da auch schon dann einen Nutzen, wenn ich merke, die Leute werden nachdenklicher, was beispielsweise Fernreisen oder sowas angeht. Oder die Leute fahren mal mehr Strecken mit dem Fahrrad, wo sie sich sonst ins Auto gesetzt hätten. Und im Prinzip, ja, ich will jetzt nicht diese Binsenwahrheit da bedienen, in jeder Krise steckt eine Chance oder meinetwegen auch in jedem Risiko. Aber da ist ja was dran. Und ich glaube, dieses Denken kann man befördern, wenn man eben auch so ein bisschen die Gedanken manchmal ein bisschen weglenkt von dem Risiko und sagt, es gibt auch einen Nutzen in der Situation. Eigentlich in jeder Situation. Okay, ja. Ich hoffe, es hat die Frage beantwortet. Ich mache mal gleich weiter mit noch einer Frage, die reinkam. Auch interessant, wir sprechen viel von der Sicht, auch von Benedikt nochmal, wir sprechen viel von der sichtbaren Kommunikation von Ressortforschungseinrichtungen wie das RKI oder Einzelpersonen wie im Drosten wieder. Kannst du auch etwas zu subtilen Kommunikationsformen sagen, schreibt Benedikt, also beispielsweise Beratung durch Räte, Ministerien, also alles, was so nicht in der Öffentlichkeit und über die Medien läuft, sondern was auf anderen Kanälen abläuft? Ja, das ist eine sehr gute Frage und Anregung, weil ich würde mal behaupten, dass da eigentlich die große Gesamtmenge der Kommunikation eher auf diesen inoffiziellen Schienen verläuft, wobei inoffiziell eigentlich schon der falsche Begriff ist. Ich habe vorhin ja gesagt, Wissenschaft und Politik haben im Moment ein sehr schönes, aus meiner Sicht ein sehr schönes Miteinander, aber das ist ja jetzt nicht in der Corona-Krise entstanden, sondern seit es die Bundesrepublik gibt, haben politische Gremien und Ministerien einen wissenschaftlichen Beirat, der sie berät. Und das sind Dinge, die sind nicht öffentlicher Natur, sondern das ist subtil. Und da sind ja auch wissenschaftliche Expertinnen und Experten immer herzlich eingeladen, sich an so einer Diskussion zu beteiligen. Und ich glaube, da passiert auch unheimlich viel. Und da kann man vielleicht sogar einen Tick offener diskutieren als in der Medienpräsenz. Also bei den Medien ist es ja so, unterschiedliche Argumente sind sozusagen unter Nachrichtenwertfaktor immer gleich Streit. Der Streit zwischen Wissenschaftlern, der Streit im Kabinett, der Streit in der Fraktion. Und wenn man sozusagen das nicht in der Öffentlichkeit hat, sondern verschiedene Ansätze einfach mal offen diskutieren kann, dann ist das aus meiner Sicht eine Kommunikation, die vielleicht sogar eher zu Erfolgen beiträgt, als wenn ich alles immer gleich in der Öffentlichkeit diskutiere. Ich will noch ein bisschen nachhaken und zwar fällt mir jetzt gerade ein Beispiel ein, aktuell in der Presse. In Großbritannien haben große Fußballvereine, Liverpool zum Beispiel, die meisten Angestellten mal auf die Straße gesetzt, weil der Staat in Großbritannien wohl 80% der Gehälter weiterzahlt. Und die haben gemeint, wir würden dann die restlichen 20 zuschießen.
Das ist zu einer veritablen Krise ausgewachsen, insoweit, dass viele gesagt haben, das ist nicht mein Verein, das entspricht nicht den Werten dieses Vereins Liverpool, sodass die jetzt zurückgerudert sind und sagen, wir machen wir jetzt doch nicht. Was läuft da hinter den Kulissen? Also was sind Prinzipien sozusagen oder Krisenkommunikationsprinzipien, Entscheidungsgrundlagen, die hinter den Kulissen wichtig sind, um eben solche Ja-Nein-Entscheidungen zu treffen? Also mit Ja-Nein-Entscheidungen bin ich immer sehr vorsichtig und in so einem Fall hat offenbar etwas gefehlt, was so ein Stück weit, ich sag mal, Basis des Vereins repräsentiert. Ich kannte das Beispiel jetzt bisher nicht, aber das hört sich so ein bisschen was an, so wie jemand, oh, da gibt's was, dann hängen wir uns da mal mit rein. Und hat aber sozusagen die eigene Kultur, in der Wirtschaft würde man sagen, die eigene Unternehmenskultur völlig über den Haufen gefahren. Und klar, das gibt natürlich mordsmäßig Ärger und den gibt es dann auch zurecht. Aber wenn wir beim Beispiel englischer Fußball bleiben, was ich zum Beispiel sehr, sehr sympathisch finde, dass sich offenbar mehrere Trainer in der englischen Premier League bereit erklärt haben, auf wirklich substanzielle Teile ihres Gehalts zu verzichten. Und aber nicht zu sagen, das bleibt beim Verein, sondern zu sagen, das leiten wir beispielsweise um in den NHS, also in das englische staatliche Gesundheitssystem, was ja im Moment nun wirklich sehr, sehr schwer zu kämpfen hat. Und das sind dann umgekehrt Dinge, also angenommen, ich wäre jetzt ein Liverpool-Fan, da würde ich sagen, jawohl, das ist mein Verein, das ist toll, ne? Wir für andere. Ich glaube nicht so wahnsinnig an diese Idee einer sehr solidarischen Gesellschaft. Das hat sich bei dem Run aufs Toilettenpapier ja gezeigt, wie wenig solidarisch da manche Zeitgenossen unterwegs sind. Aber vielleicht sind genau deswegen solche symbolischen Geschichten ja auch so wichtig, dass da jemand sagt, oh, wir nutzen da jetzt mal so staatliches Potenzial, damit für uns diese wirtschaftliche Krise nicht so heftig wird. Was natürlich von denen, die das bezahlen, das ganze System, mit Argusaugen beäugt wird, die sagen, das kann ja wohl nicht sein. Und eben umgekehrt auch Gesten, wo jemand sagt, im Moment zählt man nicht das Geld, im Moment zählen ganz, ganz andere Dinge. Und da identifizieren wir uns mit der Aufgabe, die wir da alle haben. Ja, also ich glaube, es wird deutlich, dass es durchaus auch für die interne Kommunikation eine Herausforderung ist, dass da verschiedene Bereiche eines Unternehmens, einer Institution, eines Fußballvereins, wie auch immer, zusammenspielen müssen in so einem Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage von Katharina. Wer als, also sie hat bestimmte Bürozeiten und verwaltet natürlich zu den Bürozeiten auch den Twitter-Account. Sie fragt, da wir nicht das ganze Wochenende online unterwegs sind, überlegen wir die ganze Zeit, ob wir auf unserem Twitter-Kanal oben eine bestimmte Erreichbarkeit deutlich machen sollten. Oder meinen Sie, dass es eventuell Rückfragen einschränken würde? Und ich möchte die Frage noch erweitern für einen tatsächlichen Krisenfall. Wie sieht es aus mit der Erreichbarkeit im Fall einer Krise? Jeder hat nur eine gewisse Arbeitszeit zur Verfügung, muss auch irgendwann schlafen. Wie geht man mit den sozialen Medien um im Fall einer konkreten Krise? Okay. Eine Sekunde drüber nachdenken. Ja. Also Erreichbarkeit drüber setzen. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, um Himmels Willen nein. Weil man muss sich ja mal überlegen, was löst man damit aus? Damit fordert man ja sozusagen die Leute, die einem Übles wollen, die Trolle, die fordert man ja damit geradezu auf, mit ihren Botschaften genau da anzusetzen in der Zeit, wo sie wissen, da guckt jetzt mal so keiner drauf auf den Account. Also da würde ich sagen, das geht mal auf gar keinen Fall. Und ja, ich wäre da relativ strikt, wenn ich sagen kann, ich kann in einer kritischen Situation diese Kanäle nicht mehr bedienen, dann wäre das für mich eine Frage zu überlegen. Ich denke mal über meine Zielgruppen nach. Erreiche ich denn über diesen Kanal meine
Zielgruppe wirklich oder habe ich den Kanal nur, weil alle sagen, das ist ein toller Kanal und der ist cool und den musst du nutzen. Da muss man das erstmal abwägen. Unter Umständen gibt es vielleicht Einrichtungen, müssen jetzt keine wissenschaftlichen Einrichtungen sein, aber es muss nicht jeder auf Twitter unterwegs sein. Und da noch mit verbunden, ja, was ist denn dann, wenn eine Krise ist? Wenn ich in der Situation wäre und ich sage, ich habe bestimmte Zeiten, da bin ich erreichbar. Ich habe auch für mich beschlossen, dass der Twitter-Kanal für mich ein geeignetes Medium ist. Dann muss ich zumindest eines sicherstellen, dass ich jemanden habe, der beispielsweise am Wochenende wenigstens einmal auf den Kanal draufschaut und sagt, was tut sich denn da? Und ich muss vor allen Dingen auch sicherstellen, dass wenn wirklich etwas losbricht, dass ich dann auch eine Infrastruktur habe, die total verlässlich von dem Moment an auch am Wochenende so einen Kanal bespielt. Und da geht es nicht um irgendwelche Goodwill-Geschichten, dass jemand sagt, naja, ich wäre dann ja da und vielleicht hat die Kollegin dann ja auch Zeit oder so. Krisen richten sich ja blöderweise nicht nach unseren Terminkalendern, sondern manchmal hat man ja den Eindruck, Krisen sind so bösartig, die gucken immer genau, wann unser Terminkalender die Krise am unwillkommensten erscheinen lässt und klack, dann donnern sie rein. Und von daher, da muss ich die Infrastruktur eben haben, dass ich dann aber in 0, nichts auch sagen kann, okay, das ist der Kollege oder die Kollegin, die macht jetzt, egal ob Freitagabend oder Samstag oder Sonntag oder Montag oder Dienstag, Krisenkommunikation auf diesem Kanal und vielleicht auch noch auf 2, 3 anderen Kanälen. Okay. Das ist schon deswegen sehr wichtig, weil man in einer Krise ja auch das Heft des Handelns irgendwie wieder in die Hand bekommen möchte. Und weil man die Deutungshoheit über ein Thema wieder zurückhaben möchte. Und das kann ich natürlich nicht, wenn sich eine Diskussion da erstmal wüst entfaltet, sondern diese Idee, Deutungshoheit auch zu dokumentieren, funktioniert ja eigentlich gerade in sozialen Medien besonders gut, indem ich deutlich mache, ich bin sofort präsent, wenn da irgendwie etwas anbrennt. Okay, gut. Eine Frage kam noch ein bisschen indirekt. Markus hat einen Plug hier für seinen Covid-Simulator in den Chat gepostet. Es geht aber auch um die Ressourcen. Ja, er fragt, er will seinen Simulator weiterentwickeln und wo kriegt er Hilfe für die Wissenschaftskommunikation, die damit zusammenhängt. Breiter formuliert, wenn es eine Krise gibt, wie können betroffene Institutionen weitere Ressourcen anzapfen? Was sind so die ersten Schritte, um überhaupt dem gewachsen sein zu können? Was ist deine Meinung dazu? Die Antwort würde ich ja gerne an dich zurückspielen. Ich glaube, die kannst du viel besser geben als ich. Was wäre deine Idee dazu, Tobias? Also jetzt muss ich auch mal eine Sekunde nachdenken, wie ich das machen würde. Es fällt mir ein, natürlich jemanden dazu einzustellen, der hilft. Ich bin mir nicht bewusst, dass es einen Pool an freien Krisenkommunikatorinnen gäbe, die man einfach so buchen kann. Wäre vielleicht eine Geschäftsidee, eine Agentur für Krisenkommunikation aufzubauen mit einem Pool an freien, erfahrenen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, die in so einer Situation dann eingreifen oder einschreiten können. Aber mehr fällt mir auch nicht ein. Wenn jemand eine Idee hat, auch speziell für Markus, gerne in den Chat posten. Sonst, Klaus, du hast noch was dazu zu sagen. Genau. Gerne in den Chat posten. Das ist noch viel wichtiger als das, was ich zusammen zu sagen habe. Meine Anregung dazu wäre, schon ein bisschen grundsätzlicherer Natur. Wir neigen manchmal in Institutionen dazu, immer wenn es um Risiken und kritische Themen in Krisen geht, dass wir das alles gerne zur Verschlusssache machen und vertraulich und das ist alles ganz intern und überhaupt. Da ist im Prinzip gar nichts gegen einzuwenden, aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht auch schon im krisenfreien Leben mit anderen Einrichtungen vernetze und austausche und einen guten Austausch unter Kollegen habe und in diesem Austausch auch Krisenthemen mal so unter 4 Augen bewegen kann und sagt, wie geht ihr eigentlich damit um? Habt ihr so ein Krisenhandbuch? Was steht denn bei euch drin? Und gleiche das mal ab. Und das sind Netzwerke, die sind extrem
belastbar und tragfähig, wenn es dann wirklich mal kracht. Wenn es wirklich kracht und ich muss mir dann sowas aufbauen, das funktioniert nicht. Da habe ich den Kopf gar nicht für in dem Moment. Sondern da zählt eigentlich nur eins. Was ist denn mit den Kollegen, mit denen ich mich da ohnehin drüber ausgetauscht habe, da schnell anzurufen und sagen, du hör mal, wir haben hier folgende Situation, wie würdest du denn damit umgehen? Ich hätte eine Idee, aber das verrate ich dir erst hinterher. Klasse, also vor Szenarien durchspielen, wirklich eine ganz konkrete Situation, solche Fälle, das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall hilft, wo man auch weiß, okay, da kann ich drauf. Ja, Gleichgesinnte suchen, es kann ja nichts passieren. Ne? Also mal angenommen, derjenige sagt dann in der Krise, nee, kann ich dir auch nicht helfen. Ja gut, dann habe ich vielleicht eine Minute Telefongespräch verloren, aber im Prinzip ist ja kein Schaden entstanden. Aber das wird nicht so passieren. Ja, okay. Ja, Klaus, normalerweise sind wir Büronachbarn. Du sitzt Luftlinie 2,50 Meter entfernt von mir. Das ist in Corona-Zeiten alles ein bisschen anders. Ich bin seit 2 Wochen komplett im Homeoffice. Heute bin ich extra ins Büro gekommen, habe auch extra ein Hemd angezogen. Noch eine ganz generelle Frage. Wie denkst du als Psychologe, hast du ja eingangs erwähnt, dass du Psychologe bist, wie denkst du denn ganz generell, dass sich die Ausgangsbeschränkungen auf die Menschen auswirken? Also was für Folgen hat es, die aktuelle die Einschränkungen? Ja, also ich behaupte mal, die Wahrnehmung dieser Einschränkungen, die ist genauso subjektiv, wie die Einschätzung von Risiko subjektiv ist. Da könnte man wahrscheinlich das Schema sehr ähnlich aufmachen und würde zum ähnlichen Ergebnis kommen. Sozusagen aus Psychologensicht da ganz hilfreich ist die Idee, es gibt ein Phänomen, es gibt einmal die Resilienz, problematische Situationen irgendwie hinzubekommen, einmal, aber es gibt auch Reaktanz. Reaktanz, da verstehen Psychologen drunter dieses Bestreben, eine eingeschränkte Freiheit unbedingt wiederhaben zu wollen. Und dieses Bestreben kann ich eine Zeit lang sicher unterdrücken, aber irgendwann kommt es raus und manchmal vielleicht auch sehr skurril. Nehmen wir mal jemanden, der eigentlich jedes Wochenende notorisch auf der Couch verbringt und Fernsehen schaut und sagt, also Sport ist überhaupt nicht mein Ding. In dem Moment, wo ich ihm aber sagen würde, Ausgangssperre, jetzt darfst du nicht mehr raus, da ist es gar nicht so schwer vorherzusagen, was passiert. Also Reaktanz heißt, das möchte ich aber nicht. Ich möchte schon, wenn ich wollte, möchte ich schon raus dürfen. Und mache dann einen Schrei Zeter und Mordio und sage, ihr müsst mich doch rauslassen, wenn ich raus darf. Auch wenn ich 52 Wochen in konstant auf meinem Wohnzimmersofa verbracht habe. In dem Moment möchte ich das haben. Wie gehe ich damit um? Im Prinzip so, wie die Fachleute damit umgehen, indem ich nämlich möglichst genau auch erkläre, warum ist denn das so? Das ist nicht, um jemanden zu ärgern, sondern das ist so, weil es gute Effekte hat, weil wir damit Krise eindämmen können und weil das etwas ist, wo jeder einen Beitrag leisten kann. Und wo es ein extrem egozentrisches Verhalten ist, wenn ich meine, ich muss mich da jetzt drüber hinwegsetzen und für mich gelten nicht die Gesetze, die für andere gelten. Da kann ich ja sagen, ich kann sagen, juhu, wenn ich draußen der Einzige bin, kann ich mich ja frei bewegen. Nur wenn jeder so denkt, dann ist die Hauptstraße eben wieder voll. So sieht's aus. Klaus, was willst du jetzt zum Ende, was willst du uns mit auf den Weg geben noch? Deine Gedanken, teil sie mit uns. Ja, ich würde da einen kleinen Moment gerne noch Psychologe bleiben. Und zwar in dem Zusammenhang aber gerne einen ehemaligen Bundeskanzler zitieren, Helmut Schmidt. Helmut Schmidt hat mal gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres dran. Wir haben die Guten, die sozusagen besser werden in der Krise und wir haben die Schlechten, die noch schlechter werden und noch egoistischer und sowas. Und von daher, schönes Zitat. Und ich würde das auch gerne der Community, die wir heute im Zoom-Meeting haben, damit auf den Weg geben, weiter bei den Guten zu bleiben, die noch besser werden.
Und was ich Ihnen dazu wünschen würde, wäre einmal in diesen schwierigen Corona-Zeiten, ich sag mal, die Nervenstärke eines Hochseilartisten, das Organisationstalent einer Festivalmanagerin, ja, und die Geduld eines Erzengels. In dem Sinne würde ich mich gerne mit diesen guten Wünschen verabschieden. Schöne Schlussworte, Klaus. Bleib noch bei uns. Kam noch eine Frage von Benedikt, was man lernen kann aus der Krise aktuell. Will ich jetzt nicht weiter eingehen, aber ich poste in den Chat hier jetzt gleich einen Link zu wissenschaftskommunikation.de. Da ist Klaus Wingen auch Autor und hat einige Artikel zu Krisenkommunikation, Risikokommunikation verfasst mit klaren Tipps. Kann dir nur empfehlen zu lesen. Der Link ist eben im Chat erschienen. Wir kommen damit zum Ende unserer Sprechstunde. 50 Teilnehmer waren dabei. Bei Fragen, Anregungen, Kritik, Tipps, bitte einfach eine E-Mail schreiben an sprechstunde@navig.de. Klaus, du bist auch auf den sozialen Medien, auf Twitter. Was ist dein Handle? Mein Handle ist @klauswingen und ansonsten bin ich aber auch auf Xing oder auf LinkedIn und ich habe eine wahnsinnig einfache E-Mail-Adresse, die heißt schlicht und einfach wingen@navig.de. Und also, ja, wir freuen uns da über Austausch und gebe ja auch zu, ich bin hier umgeben von Zettelchen und Stichworten und Dingen, die man eigentlich unbedingt noch hätte sagen müssen. Das passt aber alles gar nicht in die begrenzte Zeit rein. Und von daher, wir sind da für jeden Austausch offen und dankbar. Also Klaus, @klauswingen. Ich bin auf Twitter unter @weitergehen, weiter wie weiter und gehen wie das Gehen. Und natürlich Navig unter @navig, sowohl auf Twitter, wir sind auf Instagram auch aktiv, also sozialen Medien uns sehr gerne folgen. Dieses Video, diese Sprechstunde wurde aufgezeichnet, wird publiziert auf unserem YouTube-Kanal. Sind wir auch gerne auch dort folgen. Einfach YouTube kommen und dann Navig ins Suchfeld eingeben, findet man unser Account. Ich bedanke mich für das Interesse und ja, bis vielleicht zur nächsten Sprechstunde. Tschüss.